Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Wie ihr seht, ist hinter mir ein ziemliches Chaos. Ich bin nämlich gerade mitten im Packen für den Urlaub. Und ich habe mir gedacht, bevor ich das Ganze noch schön verstaue, werde ich euch zeigen, was wir so als Großfamilie, 6 Personen, alles so mitnehmen in den Urlaub. Wir fahren mit dem Auto, wie immer. Papa fliegt nicht so gerne und da wir dieses Jahr auch unten ausbauen, haben wir uns gedacht, dass ein großer Flugurlaub jetzt nicht drinnen ist. Deswegen machen wir dasselbe, was wir letztes Jahr gemacht haben. Für die einen oder anderen, die es interessiert, ich werde jetzt auch im Urlaub schön brav mitvloggen. Und bald werden dann die Urlaubsvlogs folgen. Aber zuerst müssen wir mal diese ganzen Sachen hier verstauen. Das ist heute, oder nicht heute, das ist heute, das klingt blöd. Das ist dieses Jahr das erste Mal, wo wir keinen Koffer im Auto haben werden. Ich freue mich so sehr darüber, weil wir uns eine Dachbox gekauft haben und somit, finde ich, einfach viel mehr Platz im Auto haben. Wir haben einen 7-Sitzer, also wir haben einen Opel Zafira, also wir haben schon mal ziemlich viel Platz. Und bisher war das immer so, dass der Patrick ganz alleine hinten gesessen ist und die Michelle und die Lara und die Luisa sitzen dann in der hintersten Reihe, also in der Mitte quasi. Aber dieses Jahr will die Michelle hinten sitzen, da hat sie nämlich ein bisschen mehr Platz. Und da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir eine Dachbox, dann können wir unsere Klamotten dort schön verstauen. Und ja, dann hat sich bei mir eigentlich das Problem ergeben, wo ich mich gefragt habe, naja, wie verstaue ich denn die Klamotten in der Dachbox? Und da bin ich bei Amazon auf etwas mega cooles gestoßen, nämlich so Kofferorganizer. Ich werde sie euch gleich zeigen. Ja, ich zeige euch dann auch gleich, was wir so alles dabei haben und ob sich das denn alles hier platzmäßig ausgeht. Ich hoffe es. Und das sind die Kofferorganizer. Die kann man sich bei Amazon bestellen. Die gibt es im 4er-Pack. Wir haben die 4 große, man kann aber auch mittelgroße und längliche. Ich werde sie euch unten in der Infobox verlinken. Die haben ein Maß von 45 cm mal 35 und in der Höhe so ungefähr 8 cm. Und das reicht vollkommen. Also für den Patrick haben jetzt diese 2 ausgereicht und man merkt, da ist sogar noch ein bisschen Platz und Luft noch für, wäre noch Platz und Luft für, sag ich mal, noch ein paar Sachen. Aber Patrick auf jeden Fall kommt mal gut mit den 2 aus. Der hat seinen Koffer auch selber gepackt. Genauso wie die Michelle, die hat schon alles hier vollgepackt. Und der Michelle reicht sogar einer. So schauen die Taschen übrigens leer aus. Ich werde sie gleich mal mit euch zusammen befüllen. Also wie ihr seht, die sind von Amazon, Amazon Basics. Die gibt es in verschiedenen Farben. Und ja, insgesamt habe ich 3 Pakete bestellt, sodass wir 12 Stück haben. Ich bin mir selbst noch gar nicht sicher, ob wir so viele brauchen. Weil wenn ihr seht, das sind die ganzen Klamotten. Das sind Luisas, Papa, meine, dann hier noch die Lara und ja, eigentlich brauchen wir gar nicht so viele. Ich werde wahrscheinlich dann auch eine für Schmutzwäsche mitnehmen oder vielleicht sogar 2 oder 3, mal schauen. Ja, ich werde auf jeden Fall mal zeigen, wie das Ganze hier, wie ich mir das Ganze gedacht habe. So, ich packe mal die Sachen von der Lara hier ein. Also ich zeige euch mal, was ich so mitgenommen habe. Also ein paar T-Shirts, hier habe ich 4 Stück, dann habe ich hier noch mal 5 Stück. Ich habe mir zuerst gedacht, dass ich das quasi pro Tag einteile, was sie anziehen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, bevor ich dann Stress habe mit den Mädels und ihnen das nicht gefällt, was ich so für den Tag geplant habe, nehme ich mal ein bisschen mehr mit, auch zum Schutz, falls sie sich anpatzen. Und ich habe jetzt auch nicht übertrieben viel mitgenommen, auf jeden Fall kurze Hosen, 3 Stück, dann auch 3 lange bei der Lara, 2 Kleider und auch genug T-Shirts zum Wechseln und so weiter. Dann habe ich auch ein Schlafshirt mitgenommen. Mehr braucht die Lara nicht. Und dann noch Windeln. Die Lara braucht noch ihre Windeln in der Nacht. Das sitzt noch nicht so perfekt. Deswegen sicherheitshalber auch die Windeln. Ja, dann kommt noch Unterwäsche. Bei der Unterwäsche habe ich auch ein bisschen mehr eingepackt. Weil ja, sicher ist sicher. Ich nehme da lieber so 2, 3 Stück mehr mit, anstatt dass ich dann ein Problem habe und keine mehr habe. Und dann auch noch 3 Söckchen, falls die nötig sind, aber ich glaube, dass wir die ja nicht so brauchen. Und dann haben wir natürlich noch massig Bikinis und Badeanzüge. 4 Stück habe ich da insgesamt. So, und die Sachen von der Luisa haben hier unten bestimmt Platz. Für die Luisa habe ich auch so 3 Kleider und 2 Paar Söckchen mitgenommen. 2 Schlafunterleiber, vielleicht patzt sie sich an oder so. Für die Luisa habe ich auch ihr Meerjungfrauenkostüm mitgenommen, weil da habe ich letztes Jahr so ein süßes Foto gemacht und vielleicht mache ich das dieses Jahr nochmal, mal gucken, so zum Vergleich. Dann habe ich für die Luisa natürlich auch Badeanzüge mitgenommen, 2 Stück und dann auch noch einen Sonnenhut. Den Sonnenhut werde ich
zu den Kopfbedeckungen rübergeben. Beide kommen dann extra bei mir. So, dann haben wir hier für die Luisa noch Hosen, drei kurze und eine lange. Und dann auch noch ein paar T-Shirts. Und das war's eigentlich. Das ist eigentlich super. Es geht sich hier, glaube ich, sehr gut aus. So, gut. Anstatt zwei Köfferchen oder sonst irgendwas, habe ich da so eine kleine Tasche. Das ist so groß wie eine Laptop-Tasche ungefähr. Also ich bin mega, mega begeistert. Und ich glaube, das wird richtig cool werden. Wir haben auf jeden Fall die Kinder schon fertig. Jetzt kommen eigentlich nur mehr wir Erwachsene dran. Jetzt packe ich meine Sachen ein. Ich glaube, ich werde für meine Sachen, die ich hier habe, bestimmt zwei so Täschchen brauchen. Auf jeden Fall zeige ich euch mal, was ich mir so mitgenommen habe. Ich habe mir hier drei Kleider mitgenommen. Einmal mein Leo-Kleid. Dann habe ich dieses, das habe ich bei Mango gekauft vor 2 oder 3 Jahren. Ich glaube, da war ich schwanger mit Luisa und ich liebe das. Das ist nämlich so wie ein geripptes T-Shirt und das ist einfach super, super bequem. Das ist auf jeden Fall mit so Spaghetti-Trägern. Und dann habe ich das von Petit Bateau. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr bequem. Und ich weiß noch nicht, ob ich das zum Strand oder auch so zum Herumspazieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Outfit-Verhalten und Styling-Verhalten hat sich auf jeden Fall mit der im Laufe der Jahre verändert. Früher, was habe ich denn da hier für Decken? Egal, ignoriert die Decken. Früher habe ich mir natürlich viel mehr gestylt und geschminkt am Abend zum Spazieren. Mittlerweile denke ich mir so einfach nur bequem, was essen und dann nach Hause schlafen. Ja, mit den Kindern natürlich hat sie das ein bisschen hier normalisiert. Früher immer so High Heels angepackt und 3000 Tonnen Schminke im Gesicht und Haare noch gestylt. Eigentlich voll wurscht, ne? Für diese paar Stunden, die man noch draußen herumspaziert, um was zu essen. Ja, nichtsdestotrotz habe ich mir auch ein paar schöne Outfits, also ein paar schöne T-Shirts mitgenommen. Für mich ist es einfach so, bequem muss es sein. Dann habe ich mir also deswegen ein paar bequeme Shirts, aber natürlich sind die auch schön. Ein paar schwarze Sachen mitgenommen. Ich trage total gerne so Unterleiberl unter den T-Shirts, nochmal wegen dem Stillen bei der Luisa. Dann habe ich mir auch ein Schlafshirt mitgenommen. Das ist so ein ziemlich langes. Ja, mehr brauche ich nicht, vor allem im Sommer. Und meine drei Bikinis. Ich habe drei Stück. Die sind eigentlich alle noch vom letzten Jahr. Bikini? Nein, Badeanzüge. Das sind keine Bikinis. Ich trage seit letztem Jahr keine Bikinis mehr. Ja, also ich sag mal so, ich fühle mich ehrlich gesagt wohler in so Badeanzügen mittlerweile, anstatt so Bikinis. Ne? Da sieht man nicht alle Problemzönchen und da fühle ich mich einfach ziemlich wohl in denen. Deswegen, ja. Drei schöne Badeanzüge. Ja, das werde ich jetzt mal zumachen. Das reicht hier schon mal. Dann werde ich mir noch eine Tasche nehmen und da drinnen noch die Hosen reingeben. Also ich habe mir auch ein paar Hosen mitgenommen. Eine lange, diese meine neue, also meine aktuellste Lieblingsjeans, diese hellblaue Jeans mit den Löchern. Dann habe ich auch eine kurze Jeans. So eine kurze graue Hose, mit der ich dann zum Strand watscheln kann. Und dann auch noch so eine khaki-grüne, mit der werde ich dann auch wahrscheinlich zum Strand gehen. Also, oder auch so herumspazieren, keine Ahnung. Mal gucken, wie es so passt. Und dann habe ich mir auch so Hausschüchen. Ich mag das total gerne, dass ich dann auch dort in dem Apartment, wo wir wohnen, dass wir da auch, also dass ich Hausschuhe trage. Dann habe ich Unterhosen en masse eingepackt. Ich bin eher der Typ, wie bei den Mädels auch, dass ich da mehr Unterhosen einpacke, anstatt zu wenig. Ja, ich komme da lieber mit frisch gewaschenen Unterhosen zurück, anstatt dass ich dort keine mehr habe. Und dann habe ich mir auch so diese Söckchen eingepackt. Ich liebe diese Söckchen, weil, warte mal, das sind so mit Spitze und so und die sieht man einfach nicht. Und da kann man, also die ziehe ich total gerne an, weil man sieht sie nicht, man trägt sie, ist super angenehm. Dann haben sie unten auch so Noppen. Seht ihr das? Damit man nicht herumrutscht und ich finde die so, das sind einfach meine Lieblingsstöckchen. Die gibt es beim Primark im Doppelpack und ich habe sie in schwarz, in beige, also in schwarz, in beige und in weiß. Dann habe ich auch noch BHs eingepackt, mehrere. Und also schwarze und weiße. Und jetzt muss ich dann schauen, wie es zu den Outfits passt. Und das war es eigentlich bei mir. Und da ich jetzt aber noch ein bisschen Platz bei mir habe, habe ich mir gedacht, dass ich doch die Cappies einpacke. Papa, Michelle, Lara und Luisa.
und Luisa hat ein Käppi und einen Sonnenhut. Mal gucken, was sie dann so akzeptiert, weil in letzter Zeit findet sie Kopfbedeckung gerade nicht so cool, aber mal schauen. Ne? Jetzt kommen die Sachen von Papa. Der hat nicht so viel. Der hat hier zwei Badehosen, dann drei kurze Hosen und eine lange Hose. Und dann hat er aber natürlich auch noch en masse T-Shirts hier mit. Unterhosen natürlich. Und dann natürlich auch noch Socken. Meine kleine Packassistentin Luisa ist uns gekommen. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt Papas Tasche noch zumachen. Und dann bin ich eigentlich fertig. Also kann man sich das vorstellen? Pack! Einfach super schnell. Und wir müssen die jetzt einfach nur mehr runterbringen in die Dachbox. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze ausschaut und wie sie das Ganze ausgeht. Da wir noch einige Taschen also über haben, also insgesamt sind das jetzt hier mal am Boden 4 Stück. Und da habe ich hier noch eine. Und da habe ich jetzt mir gedacht, dass ich hier so die Wasserspielsachen reingeben kann. Weil, why not? Sind sie einfach super schön schon organisiert. Ich zeige euch mal, was ich hier habe. Ich habe, wir haben einen neuen Planschbecken gekauft. Der war in Aktion von 8. Nein, von 9 Euro ist er auf 5 Euro runter reduziert worden. Den haben wir genommen für die Luisa und für die Lara, wenn die vor der Decke also nicht immer mehr schwimmen wollen, haben wir diesen Pool dann mit, also dieses Planschbecken. Dabei war so ein Schwimmring und ein Wasserball. Dann haben wir hier noch für die Michelle so einen Schwimmring gekauft. Die Michelle kann zwar schwimmen, aber im Meer ist es voll lustig, wenn man so ein ja, Utensil hat, mit dem man so herumtoben kann und spielen kann. Also fand ich den richtig cool. Außerdem war der auch vergünstigt von 4 auf 2 Euro. Deswegen habe ich den auch eingepackt. Dann habe ich hier was echt Cooles gefunden. Das habe ich jetzt auch vorhin gekauft. Und zwar heißt das Travel Air und das kann man. Also das ist so eine ja, Luftpumpe, kann man fast sagen. Man nimmt sich mit diesem Luftsack, sage ich mal, weil es schaut aus wie so ein Sack, einfach Luft aus der, ja, aus der Umgebung so und schwappt es so rein. Dann macht man das zu und dann kann man hier mit diesen Aufsätzen seine ganzen Luftmatratzen und sonstigen Zeug, was man hat, aufblasen, aufpumpen. Finde ich richtig gut. Also es ist eine Luftpumpe, genau. Und es ist einfach praktisch, weil sie nimmt ziemlich wenig Platz weg. Also nicht so wie eine große Pumpe. Und man kann sie halt auch wirklich wieder klein verpacken. Auf jeden Fall mega, mega praktisch und ziemlich platzsparend, wie ihr seht. So, habe ich das hier auch verstaut. Dann kommen dazu noch die alten Luftmatratzen, die wir schon letztes Jahr hatten. Da haben wir eine orange und eine blaue. Und dann habe ich auch noch ein Wassereinhorn gekauft. So ein aufblasbares ja, Einhorn für die Mädels. Für Lara, für Luisa, für Michelle, mal gucken. Ja, das werde ich, glaube ich, hier aber aus dem Karton auspacken, weil unnötig Verpackungsmaterial mitschleppen möchte ich jetzt auch nicht. Die Schwimmflügel, also Schwimmflügel nennt man das so, Schwimmringe habe ich jetzt auf jeden Fall. Swim Discs, so heißen die. Ja, da habe ich für Lara ein paar mitgenommen und für die Luisa ein paar mitgenommen. Voll cool, weil die kann man vom Alter, ich glaube, 1 bis... Jetzt habe ich die Verpackung weggeschmissen, aber auf jeden Fall kann man die ja ziemlich früh nutzen, bis so bis 7, also bis die Kinder wirklich schwimmen können, bis zu dem Alter, wo die Kinder halt schwimmen können. Ja, und dann habe ich für die Luisa auch noch Schwimmwindeln mitgenommen. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen werden, aber sicher ist sicher, wenn wir dann ins Meer gehen, habe ich mir gedacht, dass es einfach hygienischer ist, wenn, ja, wenn mal was rausschwappt, dass es halt dann in der Schwimmwindel drinnen ist. Sonst haben wir ja auch den Badeanzug für den Strand. Mal gucken. Ja, das werde ich dann auch noch dazu reinpacken. Dann haben wir hier Regenschirm, Sonnenschirme. Wir haben 2 Stück, weil wir vergessen haben, dass wir schon einen hatten. Wir haben gedacht, der ist kaputt. Ne, ist egal. Haben wir jetzt halt 2, nehmen wir beide mit, sicherheitshalber. Und dann haben wir letztes Jahr, den habe ich mir in Italien gekauft. Das ist so ein Sessel. Also so ein, nein, so ein, ein Liegestuhl ist es nicht, so ein, ja, so ein Klappsessel, der ist ziemlich praktisch, weil dann kann man wirklich sitzen und den Kindern beim Spielen zuschauen und im, also man hat es einfach voll gemütlich, man kann da einfach sitzen. Und dann haben wir hier noch unser Zelt. Das haben wir schon jahrelang und ich sage es euch, ich liebe dieses Zelt. Alle, die ein Kind haben, ein kleines Kind haben, ich würde euch so ein Zelt empfehlen. Das ist einfach zum, also man wirft es einfach so raus und schwupps steht es schon und das ist einfach das Beste, was es gibt. Was ich noch hier vergessen habe, also auf jeden Fall Windeln für die Luisa, auch ganz wichtig. Hier, die Luisa hat noch die Nummer 4 und ich habe die Pants eingepackt. Was ich noch vergessen habe, sind Strandtücher. Das ist, ja, das habe ich vergessen. Jetzt stehen wir im Badezimmer, weil natürlich brauche ich ja einige Sachen auch von hier.
Ich nehme jedes Jahr immer extrem viel Schminksachen mit und schminke mich dann tatsächlich nicht wirklich. Kennt ihr das? Wer kann das auch bestätigen? Ja, ich werde wieder ein bisschen weniger mitnehmen. Also ich werde es versuchen. Ich bin immer so, denke ich, vielleicht möchte ich mich aber schon schminken und dann habe ich nichts dabei. Ist auch schlimm. Ist nicht schlimm, weil ich werde mich sicher nicht schminken. Ich kenne mich. Ja, ich habe mir aber für den Fall des Falles, habe ich mir diesen Pinsel mal gekauft. Den gab es für 3,50 Euro. Voll cool, weil so ein Pinsel kostet normalerweise so 15 Euro, glaube ich. Und das ist einfach ein ganz normaler Real Techniques Pinsel. Also von dem Kopf her ist er ganz gleich groß, ein Foundation Pinsel. Aber nur er ist halt wirklich in kleiner Reisegröße und er kam halt mit diesen hübschen Täschchen. Und ich werde den Pinsel da, glaube ich, rausholen. Ich habe jetzt so lange da drin gehabt, ich habe den schon mega lange. Auf jeden Fall, der ist so süß. Ach, ich bin so ein Verpackungsopfer. Deswegen habe ich den eigentlich gekauft. Ja, auf jeden Fall nehme ich den mal mit. Dann nehme ich dazu meine getönte Feuchtigkeitspflege. Die ist wirklich, also wie eine, es ist eine CC-Cream, die Farbe hat. Und das ist, ich liebe das, weil es ist wirklich dezent. Dann habe ich mir gedacht, dass ich, soll ich mir auch einen Concealer mitnehmen? Weiß nicht. Ich nehme den auf jeden Fall mal mit. Und werde aber den Beauty Blender nicht mitnehmen, weil den werde ich dann mit dem Pinsel auftragen. Ja, also wie gesagt, ich versuche so viel wie möglich es geht zu sparen. Ich werde eine Wimperntusche und einen Eyeliner mitnehmen, also einen Liquid Eyeliner. Ich nehme den mit, mal gucken, ob ich ihn verwende, wie schon erwähnt. Wenn ich mich schminke, dann brauche ich auf jeden Fall Augenbrauen, deswegen habe ich hier einen Augenbrauenpinsel. Ja. Dann habe ich hier auch einen Lidschattenpinsel, weil vielleicht trage ich ja Lidschatten auch, deswegen, ja. Hier habe ich mein Eyebrow Kit, das habe ich voriges Jahr beim H&M gekauft. Ich finde es gut, deswegen verwende ich es ab und an mal. Und dann nehme ich diese NYX Palette mit, weil schöne Farben. Dann habe ich hier unsere, wie sagt man, Kulturbeutel, genau. Da habe ich mir jetzt eine Handcreme gekauft. Für mich ist ganz wichtig Feuchtigkeit. Wenn ich in der Sonne liege, brauche ich danach nach dem Duschen Feuchtigkeit und ich werde mir die für die Hände mitnehmen. Und dann meine geliebte Baobab Body Lotion. Nein, es ist eine Body Butter, aber sie ist nicht so dick wie eine Butter, so eine richtige fettige, eklige, sondern es ist eine richtige zarte Lotion, mit der ich mich gut einschmieren kann. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen für den Körper. Dann habe ich von La Roche-Posay vom Event letztens so ein Chaka Chaka Fluid bekommen. Das ist 50 plus, das ist fürs Gesicht. Das werde ich dann fürs Gesicht nehmen, natürlich. Dann, ganz wichtig, ein Deo. Brauche ich immer. Ein Parfum, dann nehme ich das von Hollister mit. Ich liebe den Geruch. Den habe ich zurück vom Papa gleich bekommen. Dann nehme ich für den Papa auch ein Deo mit. Oh, wo ist Papas Deo? Hier. Da, das ist Papas Deo. Das packe ich hier ein. Dann auch ganz wichtig, Ohrstäbchen. Da habe ich da so eine kleine Reisegröße mitgenommen. Nach dem Duschen mache ich das schon gerne, wenn ich dann so meine Ohren reinigen kann. Also so trocknen kann. Dann habe ich mir auch mein Haarband. Das werde ich mitnehmen. Und auch so ein Haarclip. Und natürlich habe ich auch so Haargummis. Ja, den Lumi werde ich nicht mitnehmen. Also ich habe beschlossen, den zu Hause zu lassen. Irgendwie denke ich mir so, vielleicht geht er kaputt unterwegs. Ich weiß nicht. Also ich denke mir so, den brauche ich jetzt im Urlaub nicht. Also ich hoffe, ich werde ihn nicht vermissen. Aber eine Woche werde ich es, glaube ich, auch ohne ihn erschaffen. Die Beinlagen werde ich mir auch mitnehmen. Da nehme ich mir da so ein paar mit. Und die werde ich da so immer in diese Kulturbeutel hier einpacken. Die Zahnbürsten natürlich, die kommen dann hier noch rein. Aber die Tasche wird jetzt hier geparkt im Badezimmer, bis wir dann wirklich los sind. Und eine Haarbürste brauche ich dann noch und dann bin ich eigentlich eh schon fertig. Ja. Dann brauchen wir natürlich Zahnpasta. Da überlege ich, ich glaube, die packe ich schon mal sicherheitshalber ein. Und ja, die Zahnbürsten, die werde ich erst nachher einpacken. Ich werde sie aber gleich trotzdem mal hier abstellen. Und dann putzen wir und dann stellen wir sie immer da zurück. Ich bin ein bisschen paranoid, deswegen... Ja, und die von Patrick. Wir haben übrigens alle elektrische Zahnbürsten. Sogar für die Luisa habe ich eine gekauft. Dann für die Luisa auch ihre eigene Zahnpasta. Und die von der Lara packe ich dann auch hier noch rein. Dann habe ich hier meinen Föhn, wie ihr sehen könnt. Den muss ich auch noch mitnehmen. Sonnenpflege muss ich auch noch einpacken. Da habe ich mich schon vorbereitet. Da habe ich auf erstens mal unsere geliebte Nu Skin. Da nehme ich gern die 50er. Die gibt es auch mit 35. Aber ich habe lieber die 50er, weil ja, ich bin einfach so eher der
mit den weißen Mann und Kindern schaue ich da lieber eher, dass es einen hohen Sonnenschutzfaktor hat. Dann habe ich auch noch die von La Roche-Posay, die Antelios XL, die ist mega, mega gut. Die riecht auch super, also die riecht wirklich super gut. Und dann habe ich auch eine After Sun mit, finde ich auch sehr wichtig, weil man weiß nie wirklich, wenn man einen Sonnenbrand bekommt, dann ist das, kann es wirklich helfen. Und dann habe ich auch noch für mich ein Öl, weil ich bin eine, die sich gern eher so einölt. Also natürlich zusätzlich zur normalen Sonnencreme, aber dann auch noch ein bisschen Öl. Das schaut dann, finde ich, noch knackiger, schöner aus. Und das werde ich jetzt hier da in die letzte, naja, nicht letzte Tasche, weil eine Tasche muss ich noch packen. Und zwar nämlich mit unserem ganzen Duschgel, weil das geht sich in dem Kulturbeutel nicht mehr aus. Da habe ich einmal für den Papa und für den Patrick ein Duschgel von Axe gekauft. Dann habe ich von, oder Axe, keine Ahnung. Dann habe ich auch ein Sias Shampoo gekauft, ein ganz normales für normale Haare, für die Männer. Das ist einfach so, die nutzen das dann zusammen, da muss ich nicht so viel mitschleppen. Für mich und die Mädels habe ich dieses Shampoo gekauft und dieses Duschgel. Das ist, riecht so gut, das nehme ich, habe ich letztes Jahr auch genommen. Das riecht wirklich so geil. Riecht mal dran, wenn ihr beim DM oder so seid. Und dann habe ich mir auch noch so eine Haarpflege gekauft, so also eine Haarkur, eine Minuten Intensivhaarmaske, weil es muss einfach alles schnell gehen mit so vielen Kindern, wenn man duschen möchte. Deswegen habe ich dann hier vom Hofer so eine echt gute Haarmaske mitgenommen. Die werde ich für mich und die Michelle nutzen. Lara und Luisa brauchen das nicht. Und für die Luisa habe ich dann auch noch ein Hip-Waschgel gekauft, weil meins leer gegangen ist, mein Waschschaum. Und die Bestellung ist leider noch nicht da, deswegen habe ich jetzt provisorisch eins gekauft. Ich habe mir gedacht, dass ich das hier in diese Tüte einpacke und es dann auch in so eine Tasche reingebe, zusammen mit meinem Föhn. Ja, sehr Foto, Video gehen. Na, wie schaut es denn platzmäßig da aus? Ja. Komm, zeig mal, film mal oben. Wie viel Platz ist da noch? Heidi, gibst du. Heidi, gibst du. Da nimmst du Kamera. Ich will sehen, wie das ausschaut. Hallo, liebe Leute, in unserer Box schaut da Welt so aus. Ich fahre alleine in Urlaub. Mehr brauche ich meine Klamotten. Ich habe zwei Bikinis und ein BH und wird. Das ist schon cool mit diesen Organizer-Taschen, oder? Wer hatte diese Idee, hä? Ich. Ich? Wow! Es war meine Idee mit diesen Organizer-Taschen. Ja, das passt. Ja, Wahnsinn. Also, ich werde euch die auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Wenn ihr auch. Ach, hast du den Schirm schon drauf getan? Cool! Und jetzt räume ich noch die Spielsachen für die Kinder ein für die Fahrt. Da habe ich hier diese Zaubertafel gekauft. Vom Teddy habe ich das mitgenommen. Das ist eine ganz kleine, süße Zaubertafel. Jetzt nichts Besonderes, aber einfach für die Fahrt sicher schön zum Spielen. Mal gucken, wo die Platz hat. Ich glaube, ich werde die da unten reinmachen. Das finde ich voll cool mit diesem Organizer. Den haben wir letztes Jahr schon geholt. Der ist von Lessig. Dann haben wir hier diese kleinen Spielchen. Die werde ich, glaube ich, da reingeben. Ja, genau. Genau Platz, da kann die Lara dann ihr Getränk hergeben. Dann habe ich hier noch so einen Ball. Ein nutzloses Spielzeug, aber ja, für die Kinder cool, ne? Dann habe ich dieses Puzzle Lück. Kennt ihr Lück? Ich kenne das noch von meiner Volksschulzeit. Ich habe das geliebt, sage ich euch. Und das ist so mit Piraten. Und das kann ich dann mit der Lara spielen. Das ist ab 4 Jahren, weil ich werde sicher ab und an mal von diesem Sitzplatz hier auf diesen hier in der Mitte switchen, um ein bisschen bei den Mädels zu sein, wenn ihnen langweilig ist. Und das werde ich, glaube ich, da reingeben. Platz. Ja, geht so. Und dann kommt hier noch das Malbuch auch rein. Wartet, ich glaube, ich tue mal zuerst hier das Malbuch da rein. Ja, ist besser. Und das Lück tue ich dann hier unten rein. So, genau, passt besser. Hier ist dann das Lück. Puzzle, hier ist dann das Prinzessinnenmalbuch. Das ist eigentlich auch Querplatz. Nee. So. Und dann haben wir hier noch so ein Täschchen mit ganz vielen Buntstiften. Das werde ich dann hier reingeben. Wir haben letztes Jahr die Buntstifte hier drinnen gehabt, aber das war nicht so gut, weil da hat man halt nie gesehen, welche Stifte man hat. Und den Spitzer haben wir noch hier extra oben reingetan. Hier sind dann die Spielchen. Also diese. Die haben perfekt Platz. So. Ja, ich glaube, ich bin fertig. Und wir sind eigentlich schon startklar. Ich kann es gar nicht glauben. Also
Dachbox ist fertig, es regnet ein bisschen. Dann haben wir auch einen Feuerlöscher dabei. Das ist zwar nicht zwingend notwendig in Österreich oder in Italien, aber es ist gut, einen dabei zu haben. Den haben wir daher gegeben. Die Luisa braucht eh den Raum bei den Beinen nicht. Und eine Kühlbox kommt noch hier rein mit Getränken und so ein bisschen Proviant. Vielleicht kommt es da in der Mitte rein, mal gucken. Ja, unser Auto ist fertig. Voll cool, oder? Yes. So, meine Lieben, ich habe jetzt noch einige Sachen. Das sind jetzt, glaube ich, auch bestimmt die letzten Sachen, aber die noch unbedingt mit müssen. Ich zeige euch noch schnell, was mir eingefallen ist. Und zwar Taschentücher. Wir brauchen unbedingt Taschentücher dabei. Wer mit Kindern verreist oder grundsätzlich lange Autofahrten, ihr braucht Taschentücher. Oder irgendwas zum Abwischen. Feuchttücher oder Küchenpapier oder was auch immer. Dann ist mir eingefallen, dass ich für die Luisa gar nichts als Beschäftigung mitgenommen habe. Deswegen habe ich noch schnell für die Luisa so ein paar Bücher mitgenommen. Also hier einmal ihr Lieblingsentenbuch. Das werde ich auch noch hier in den Organizer von der Lara verstauen. Dann habe ich noch auch eins von ihren Lieblingsbüchern. Und zwar dieses mit dem Piano. Da gibt es nämlich so Noten dabei. Das kann sie zwar noch nicht lesen, aber sie tapselt sehr, sehr gerne darauf rum. Und die Lara spielt auch sehr gerne. Es wird natürlich etwas nervtötend sein, aber lieber das, bevor sie weinen oder streiten oder was auch immer. Dann noch so ein Spielzeug für die Luisa, so ein bisschen motorisch, dass sie sich verausgaben kann. Dann habe ich auch für die Luisa ein Buch, also so ein normales Notizbuch mitgenommen, wo sie darin ein bisschen herumkritzeln kann, weil sie wird das bestimmt bei der Lara sehen, dass die malt und dann möchte sie auch sicher malen. Dann habe ich für die Luisa auch so Wachsmalkreidestifte, so heißt das Wort, mitgenommen. Das sind ziemlich praktisch, weil da kann sie die gut halten und dann kann sie herumschmieren in ihrem Notizblock oder auch mal im Malbuch, wenn die Lara es hergibt. Taschentücher und nochmal Taschentücher. Und dann habe ich natürlich auch noch die iPads aufgeladen und mit Amazon Prime Serien runtergeladen, also so Kinderserien. Peppa Pig, was habe ich noch runtergeladen? Paw Patrol, was sich die Lara total gerne anschaut, und Jonalu und sowas habe ich runtergeladen. Und dann habe ich auch noch mein iPad dabei, falls irgendwer noch was schauen möchte. Und das war's jetzt. Jetzt sind wir komplett fertig. Wir haben jetzt komplett gepackt. Wir müssen noch Proviant machen. Ein paar Brote und so. Wir haben ja ganz viel Obst auch gekauft. Obst geht immer. Also bei langen Autofahrten, so Erfrischungssachen, das lieben die Kinder und auch wir als Erwachsene. Wir haben Birnen mitgenommen, Weintrauben, Nektarinen, soweit ich weiß. Papa macht gerade auch Schnitzel und dann werde ich noch ein paar Brote machen und dann sind wir fertig. Und ja, und das war es jetzt auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch vielleicht noch ein bisschen inspiriert, was ihr vielleicht für euren Urlaub noch mitnehmen könntet oder bräuchtet. Und vielleicht würdet ihr mir... Nein, Licht geht nicht aus, nein. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss!